Ich heiße euch willkommen zurück zu einer neuen Folge von Arcania. Heute sogar mal ohne einen Bug, den ich vorher fixen musste. Ist das nicht wunderschön? Aber vielleicht kommt er ja in dieser Folge. Ich meine, ich habe für ein paar Folgen ja jetzt eigentlich schon genug angesammelt. An Stunden, die ich mit Fixes verbracht habe. Schade, dass ich die nicht anzünden kann, die Fackeln. Hallo? Hier ist ein Skelett-Sip. Es ist irgendwie random. Das sieht ja zum Beispiel auch aus, als könnte man graben, allein schon, weil eine Schaufel drin steckt. Ach, da ist eine Truhe. Diese Truhen sehen immer aus ein bisschen wie Bänke. Im ersten Moment checke ich gar nicht, dass es welche sind. So, jetzt habe ich noch ein Helmchen an. Wie komme ich denn hier raus, wenn ich so weiterlaufe? Beim Gasthaus. Ich glaube, ich komme bei der Höhle raus. Mit der Waldläufertruhe, die ich vorhin meinte. Was ist das? Was ist da? Ein Skelett? Gilhard der Verfluchte. Okay. Bist du dazu verflucht, hier auf ewig weiterzusammeln, ja? Irgendwas macht hier Glitzy-Glitz. Gullhards Beil. Gluthard heißt er, okay. Gluthard, Entschuldigung. Alte Geldkassette. So, das kann sein Wäffchen. 16 Nahkampf. Mhm. Ja. Besser als Morns. Ah, das macht Glitzy-Glitz. Ja, komm, warum nicht? Die Geldkassette ist wahrscheinlich... Ja, eine alte, rostige Geldkassette. Sie hat dem Minenvorseher der alten Mine gehört, bevor der Eingang der Mine eingestürzt ist. Oh! Hi, Jungs. Kommt jetzt nur so vor, der hat die mehr Range. Ist wahrscheinlich Einbildung, oder? Was steht denn da als Beschreibung eigentlich dran? Diesem Beil haftet eine unauslöschbare Aura der Gewalt an. Mächtige Schläge, die mit dieser Waffe ausgeführt werden, verursachen statt den doppelten Schaden das Dreifache. Ja gut, schwere Schläge kann ich nicht. Aber das ist auf jeden Fall... Was bräuchte ich denn, um das zu lernen? Mächtiger Schlag, das brauche ich, ne? Das ist viel zu viel. Müsste ich viel zu weit reinskillen. Wenn, dann würde ich nämlich eher den Schlag Hagel skillen. Für maximale Kombonis. So. Liebe Waldläufertruhe. Ja, tatsächlich. Milizarmbrust Ebertöter. Nicht schlecht. So. Die Armbrust macht zwar genauso viel Schaden, aber ich habe mehr Pfeile. Okay, cool. Ich habe zwar nichts von den Quests gemacht, die ich machen sollte, aber bin wieder hier. Aber jetzt machen wir die mal. Einerseits brauchen wir ja da den Met, war das, glaube ich. Und wir müssen mit Rauter sprechen. Richtig. Richtig.
Respawnen Gegner eigentlich? Ich hoffe nicht. Einfach damit ich weiß, wo ich schon war und alles kalt gemacht habe. Ich glaube, ich hole mir erst den Met. Was liegt da? Heilpflanze. Ich glaube, in der Nacht kannst du das Zeug besser sammeln. Da sind die ein bisschen auffälliger, diese Feen. Schaut euch den. Was willst du denn hier? Ich hab gehört, ihr habt Met. Schau an, da ist einer durstig. Glaubst du, du bekommst, was du willst? Ja, eigentlich schon. Gib mir einfach 2 Fässchen Met und dein Kiefer bleibt heil. Gib mir einfach 2 Fässchen Met und dein Kiefer bleibt heil. Hey Jungs, kommt mal rüber! Da will einer aufs Maul! Ihr wart unfreundlich zu mir. Aua. Wieso kann ich Garf nicht treffen? Das buggt. Ah. Jetzt ging's. Genug. Ich hätte so gefeiert, wenn er jetzt in der Cutscene die Pfeile im Kopf hätte. Her mit dem Met. Hier, nimm. Mir ist der Durst vergangen. Danke. So, und jetzt sprechen wir mit einem ganz besonderen NPC. Ich speichere mal wieder normal. Dieses Schnellspeichern ist zwar auch cool, aber ich fühle mich sicherer, wenn ich einen normalen Speicherstand habe. Du bist Rauter? Hast du verdammt nochmal recht. Ich bin Rauter. Ich habe gehört, du hast einen Plan, was man gegen die Räuber tun könnte. Verrätst du ihn mir? Klar. Hör zu. Wenn die Räuber einfach nur Räuber wären, würde ich sie abschlachten. Keine Frage. Aber da sind ja auch Freunde dabei und die kann ich nicht einfach abschlachten. Richtig? Du hast Freunde unter den Räubern? Ja, verflucht. Lorn und die anderen Fischer, die haben sich Dartan und seinen Spießgesellen angeschlossen, weil Murdra ihre Boote verkauft hat. Als sie im Krieg waren, die armen Hunde. Warum hat Murdra die Boote verkauft? Weiß ich auch nicht so genau. Ich war ja nicht da, richtig? Dann soll Murdra den Fischern doch einfach das Gold geben, das sie für die Boote bekommen hat. Vielleicht wird sie das ja. Aber als Lorn aus dem Krieg zurückgekommen ist und gehört hat, was Murdra gemacht hat, war er stinksauer und hat ihr das Holzbein geklaut. Das hab ich schon. Das Holzbein? Welches Holzbein? Das Holzbein von Belgor, Murdras verstorbenem Mann. Zumindest glaube ich das, weil ich habe ein Holzbein. Dem verdammten Bein. Ein dabei. Geschenk vom König. Ein Andenken, was weiß ich. Frauen, ist ja auch egal. Die beiden reden nicht mehr miteinander, richtig? Und was ist dein Plan? Lorn muss Murdra das Holzbein zurückbringen und Murdra den Fischern das Gold für die Boote geben. Dann ist alles in Butter. Die Fischer gehen wieder fischen und ich kann endlich die verdammten Räuber abschlachten, kein Problem. Dann red doch mit Lorn. Das habe ich ja gerade gemacht, aber er vertraut mir nicht. Verfluchte Scheiße. Ich kann mir gar nicht vorstellen, warum. Ich in der gespaltenen Jungfrau wohne bei Murdra. Soll ich mal mit Lorn reden? Ja, warum nicht? Red du mal mit Lorn. Du bist neu hier. Neutral. Richtig? Wo ist er? Da oben auf dem alten Wachturm trauert seinen Booten nach und starrt auf die verdammte See. Ach so, über dir, okay. Ich hätte jetzt gedacht, er ist bei den Fischern. Und er starrt nicht auf die See, er guckt auf die Berge. Du bist neu hier? Ja, warum? Dann steckst du vielleicht noch nicht unter einer Decke mit Murdra und hilfst einem verzweifelten Fischer. Was soll ich für dich tun? Ich habe ein Holzbein verloren. Klingt bescheuert, ich weiß, aber
Ich war damals stinksauer und ziemlich besoffen. Kannst du es für mich suchen? Warum suchst du es nicht selbst? Die Goblins werden immer frecher. Und ich bin ein Fischer, kein Kämpfer. Du aber siehst aus, als könntest du mit einer Waffe gut umgehen. Rod hat mir von dem Holzbein erzählt. Er meinte, das Holzbein von Mordras toten Mann. Rod hat mir von dem Holzbein erzählt. Er meinte, es sei das Holzbein von Mordras totem Mann. Ja, das stimmt. Ich habe es Murdra geklaut, um mich an ihr zu rächen. Jetzt willst du das Holzbein zurückgeben? Ich will es eintauschen. Gegen Gold? Murdra mag an Belgors Bein hängen, aber glaub mir, noch mehr hängt sie an ihrem Gold. Ich denke an etwas anderes. Etwas, an dem sie nicht ganz so sehr hängt. Und was denkst du dabei? Ein Sklaven? Hey, ich kenn dich ja kaum. Besorg mir das Holzbein, dann verrate ich dir mehr. Ich such das Holzbein für dich. Und ich muss gar nicht weit gehen, denn ich habe schon eins gefunden. Hier. Hier, das. Ist ich finde es so cool, ja, dass der Charakter direkt drauf reagiert. Da schulde ich dir wohl so cool. Einen Gefallen, was? Sehe ich auch so. Kannst du mich über die Brücke schleusen? Solange Dartan und seine Männer da sind? Vergiss es. Dann hilf mir, Dartan zu beseitigen. Pah, da wäre Murdra fein raus und ich der Dumme. Aber ich mach dir einen Vorschlag. Ich weiß, wo eine herrenlose Geldkassette liegt. Besorg mir die Kassette, dann teilen wir uns den Inhalt und ich helfe dir, Dartan zu beseitigen. Was hat es mit der Geldkassette auf sich? Mit dem Gold in der Kassette wollte der Vorsteher der alten Mine die Arbeiter bezahlen. Aber genau an dem Tag ist der Eingang der Mine eingestürzt und der Vorsteher ist verschollen. Samt Geldkassette. Jetzt liegt sie hinter dem Geröll begraben. Mit all dem Gold. Klingt gut. Dann bist du dabei? Komisch, mir ist so, als hätte ich sie schon. Ich werde mal kurz was ausprobieren. Ich speichere mal. Und laufe mal zu den Banditen, weil ich habe ja gar nicht mit denen geredet. Ich weiß gar nicht, ob ich mit denen reden kann. Also ob ich quasi zwei Wege habe, diese Quests zu machen. Einmal den Weg Banditen weg und einmal den Weg, ich helfe den Banditen. Oder so. Hinter jeder Geschichte gibt es zwei Wahrheiten. Vielleicht haben diese Banditen ja einen Grund. Für den Mist, den sie abziehen. Ich werde zwar eh laden, wenn da jetzt nichts zum Quatschen ist. Aber falls nicht, habe ich es eingesammelt. Wow! Was war das gerade? Wie, es hätte auf einmal ein Erdbeben angefangen. Was machst du eigentlich hier in der Gegend? Ich wurde von meiner Gilde hierher geschickt, um die Küste im Auge zu behalten, falls die Myrtaner hier landen. Zu welcher Gilde gehörst du? Zu den Waldläufern im Bluttal, wenn es sie denn noch gibt. Wie meinst du das? Als ich hierher geschickt wurde, hat sich ein großer Teil meiner Gilde Lord Garvan angeschlossen, um die Myrtaner in der Schlucht von Sornjara zu stellen. Kurz bevor Dartan die Brücke besetzt hat, habe ich gehört, die Myrtaner hätten die Schlucht eingenommen und Garvan ins Bluttal zurückgedrängt. Das bedeutet nichts Gutes für meine Gilde. Mhm. Tja, habt ihr da vorne irgendwas zu quatschen? Hey, Hank! Da kommt. Hau ab! Hier kommt keiner durch! Okay. Bleib stehen. Hier kommst du nicht durch. Den Teil habe ich verstanden. Was macht ihr hier? Hör zu, Mann, ich habe keine Lust auf Gelaber. Wenn du reden willst, red mit Julat und lass mich in Ruhe. Wer ist Julat? Ich will nicht reden. Okay, ihr wollt beide nicht reden. Also dann, ihr habt eure Chance gehabt. Ich laufe jetzt aber doch eben zurück, weil ich die Gespräche jetzt gemacht habe. Dauert ja nicht so lang. Liegt hier irgendwas? Ist ja schnell erledigt, darüber zu laufen. Mehr oder weniger. Kann ich eigentlich, wenn ich diese Rune zweimal habe, sie zweimal verwenden? Also, dass sie sich nicht die Abklingzeit teilen? Das wäre nice.
Gut, aber ich sehe schon. Ich mach's wieder auf meine alte Art. Die altbewährte. Ich nehme die Quests an und gebe sie direkt ab und gehe ins nächste Gebiet. Oder hab das Spiel durch. Wahlweise. Oh, Router ist nicht mehr da. Oder ist er oben? Wo sind die jetzt? Warte mal. Schnell. Da. Weil die sind jetzt weg. Das ist jetzt blöd. Okay. Na, was kann ich für dich tun? Lass uns erstmal so reden, dass ich dich sehe. So. Ich hol dir die Geldkassette. Ich war schon in der alten Mine und habe eine Geldkassette gefunden. Hier, ist sie das? Potzblitz, das ist sie. Du kannst sie haben, aber denk daran. Der Inhalt wird geteilt und du hilfst mir über die Brücke. Ich danke dir. Mach sie auf. Tja, das geht leider nicht. Sag jetzt nicht, dir fehlt der Schlüssel. Doch, Murdra hat ihn. Murdra? Warum ausgerechnet Murdra? Dafür will er das Holzbein eintauschen. Als die alte Mine eingestürzt ist, ist der Minenverwalter mit der Geldkassette zu uns in die Mine gekommen. Er wollte uns den Lohn auszahlen, hatte aber den Schlüssel in der gespaltenen Jungfrau vergessen. Bevor er wieder gehen konnte, ist die Mine eingestürzt. Der Schlüssel ist also in Murdras Taverne geblieben. Hm. Und du glaubst, Murdra wird ihn einfach so rausrücken? Muss sie nicht. Einfach so? Nein. Aber wenn du ihr das Holzbein hier zum Tausch anbietest, ganz sicher. Nice. Und ein Level-Up habe ich auch. Ich habe das Gefühl, das Spiel ist aus irgendeinem Grund lauter geworden. Ah, there you are. I'd hope that you come. Kann aber auch Einbildung sein. Ich habe jetzt mal das Gespräch ein klein wenig leiser gemacht. Ich finde es gut, dass es einfach PAM macht, wenn ich was nicht verwenden kann. Wünschte, ich könnte diese Zeit von der Rune ein bisschen verlängern. Diese Sprintrune. Oder dass die halt erst ausgeht, wenn ich einen Kampf beginne und sie im Kampf gar nicht verwenden könnte. Aber gut, wahrscheinlich hält sie eben nicht so lange, weil man sie im Kampf verwenden kann. Was hältst du von Lorne? Lorne war ein Kumpel, bis er sich Dartan angeschlossen hat. Seither habe ich nicht mehr mit ihm geredet. Mhm. Kann ich hier ein bisschen die Meinung der Leute erfragen, ja? Oh, da ist eine Truhe. Stalljunge. Rune der Wut. Diese Rune mehrt die Kraft des Anwenders. Doch er schert sich nicht mehr um seine Verteidigung. Ja, okay. Was sie? Innos-Statue. Machen die mich eigentlich schon einzeln stärker oder wirklich erst, wenn ich alle habe? Aber wenn ich einen sehe, hau ich ihn. Hey, schrei nicht so. Oh, wer bist du denn? Bist mit einem Boot hierher gekommen, was? Woher weißt du das? Dartan hat die Brücke im Norden dicht gemacht und im Süden ist der Pass verschüttet. Wenn du nicht durch den Silbersee geschwommen bist, bleibt nur ein Boot. Du siehst nicht aus wie eine gewöhnliche Reisende. Wer bist du? Mein Name ist Syra. Ich bin eine Abenteurerin. Meine Spezialität sind alte Ruinen. Ja, warst du mal in Korinnes in so einer komischen Laterne? Aus? Hast du etwas über einen alten Tempel hier im Gebirge gehört? Du suchst nach einem alten Tempel? Wie spannend. Erzähl mir mehr darüber. Viel weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall suchen Robas Paladine auch nach dem Tempel. Ich habe mit einem Magier gesprochen, er hat mir einen Hinweis gegeben, wo ich vielleicht etwas über den Tempel rausfinden kann.
Ich habe mit einem Magier gesprochen. Sind wir mal ehrlich. Er hat mir einen Hinweis gegeben, wo ich vielleicht etwas über den Tempel rausfinden kann. Wo? In der Burg beim Silbersee gibt es ein altes Archiv. Komm, sind wir mal ehrlich. In der Burg beim Silbersee gibt es ein altes Archiv. Dort kann ich vielleicht etwas über den Tempel herausfinden. Na, dann musst du dir überlegen, wie du an den Räubern vorbeikommst. Sonst kommst du nicht zum Silbersee. Ich weiß. Viel weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall suchen Robas Paladine auch nach dem Tempel. Die Paladine? Ja. In dem Tempel soll es nämlich einen gottgeweihten Amboss geben. Den wollen die Paladine und ich werde verhindern, dass sie ihn bekommen. Dann kämpfst du für den König von Setarif? Ich kämpfe für keinen König. Ich will meine Verlobte rächen, die... Ich kämpfe für keinen König. ...von Robas Männern ermordet wurde. Ich will meine Verlobte rächen, die von Robas Männern ermordet wurde. Das mit deiner Verlobten tut mir leid. Aber sei vorsichtig. Rache ist ein zweischneidiges Schwert. Mhm. Thanks for the nice Unterhaltung. Was willst du? Ich hab den Met. Stimmt, da war ja was. Du hast doch die Boote der Fischer verkauft. Warum eigentlich? Das geht dich nichts an. Komm schon, Mordra. Ich sitz hier fest. Da kannst du mir doch wenigstens verraten, warum. Die Fischer waren im Krieg. Und ich hab ihren Frauen Essen gegeben. Zum später zahlen. Wollt nur die Boote als Sicherheit, falls die Männer sterben im Krieg. Die Frauen waren einverstanden. Dann kam einer aus dem Trupp der Fischer. Dass sie tot sind, hat er gesagt. Da hab ich die Boote verkauft. Rechtmäßig. So, wie's abgemacht war. Warum hast du nicht abgewartet, bevor du die Boote verkauft hast? Tot ist tot. Was soll man da warten? Das muss man allerdings sagen, dass es stimmt, ja. Ich hab den Met. Ah, du taugst was. Ich hab ein Holzbein gefunden. Die Leute sagen, es gehört dir. Ein Holzbein? Belgors Bein? Ich dachte, es wäre verloren. Gib her! Wie wär's mit einem Finderlohn? Was willst du? In der Nacht, bevor die alte Mine eingestürzt ist, hat der Minenverwalter hier übernachtet. Er hat einen Schlüssel bei dir vergessen. Gib mir den Schlüssel, dann geb ich dir das Bein. Wozu brauchst du den Schlüssel? Das musst du nicht wissen. Gut. Warte. Wie hat sie schon gesagt? Tod ist tot. Ich würde mir gerne deine Ware. Neues im Angebot? Nein. Alter, 5 Magiekraft. Hier. Ups. So. Yo, wer war denn das? Entschuldigung? Sei gegrüßt. Hi. Okay, sie hat nichts zu sagen. Wer ist denn sie nochmal? Die wird auf jeden Fall nochmal vorkommen, da bin ich mir sicher. Schier haben sie auch niedergebrannt. Wollte nochmal zu dem Magier gehen und schauen, ob der jetzt was zu sagen hat. Ich muss nachdenken. Darf ich bitte vorbei, Mr. Holzfäller? Danke. Total verrückt. Okidoki, was habe ich denn jetzt eigentlich noch an Quests? Bring den Schlüssel zu Lorne. Ja, das sind alles diese Sammelaufgaben. Dathan muss sterben. Nee, keine Zeit. Ich vermute mal erst bei den Fischerhütten. Um ehrlich zu sein. Ansonsten würde nichts anderes Sinn machen, eigentlich. Verwenden wir mal den Teleporter für die 5 Meter, was haltet ihr davon? Sogar ein Ladescreen. Oh, der ist wieder oben bei Raute. Fischersfrau. Ah, da vorne. Raute quatscht wieder auf ihn ein. Elon! Wir haben ja schon mal gesprochen, richtig?
Ah, da bist du ja wieder. Hast du den Schlüssel? Ich hab den Schlüssel. Mach die Kassette auf. Erst mal schauen, ob es der richtige ist. Ja, passt. Hier, dein Anteil. Jetzt haben wir endlich das Gold für neue Boote. Dann kannst du mir helfen, über die Brücke zu kommen. Wie ist dein Plan? Wir Fischer haben eine Losung vereinbart, falls Murdra doch einlenkt. Sie lautet: Wir fischen wieder. Geh zu Hiulat. Er steht am Tor zum Räuberlager. Sag ihm die Losung und bitte ihn, das Tor für dich zu öffnen. Er wird es tun. Dann kannst du Dartan und seine Männer überrumpeln. Okay, und will Rauter da mitmachen? Amulett der Pirsch erhalten. Sieben Lebensenergie, zwei Fernkampf. Ja, her damit. Was treibst du eigentlich hier in der Gegend? Ich hänge hier fest wegen der bekackten Räuber, richtig? Schon klar, aber warum bist du hier? Ich habe eine Kiste in Murdras Vorratshöhle stehen mit persönlichen Sachen. Die wollte ich holen und dann in die Schlacht ziehen. Aber die Räuber, die Schweine, haben mir einen Strich durch die Rechnung gemacht. Haben mir den Weg abgeschnitten zum Schlachtfeld, richtig? Wo wolltest du kämpfen? Na, im Bluttal! Schrei mich nicht an! Die Kämpfergilde haben gehört, dass die Myrtaner Lord Gawan ins Bluttal zurückgedrängt haben. Wir wollten ihm helfen, ihn raushauen, richtig? Mhm. Ja gut, dann lege ich mal ohne dich los. Ich laufe jetzt aber. Ich glaube, da spare ich mir nichts an Zeit, wenn ich mich da hoch teleportiere. Es regnet sehr oft, aber es stört mich nicht. Was machst du? Das hatten wir ja schon gefragt. Hey, Hank, da komm! Bleib stehen, hier kommst du nicht durch. Hey, hier kommst du nicht weiter. Hör zu. Lorne schickt mich. Ich soll dir was sagen. Was? Wir fischen wieder. Wir fischen wieder? Wie? Hat Murdra wie etwa... Wie glücklich er ist. Ich habe für Lorne eine Geldkassette aus der alten Mine geborgen. Jetzt könnt ihr euch endlich wieder neue Boote kaufen. Auch ohne Murdras Gold. Dann muss ich mich von Dartan nicht mehr gängeln lassen. Wie kann ich dir nur danken? Mach's Tor auf. Mach einfach das Tor für mich auf. Ich habe ein Hühnchen zu rupfen mit Dartan und seinen Männern. Das mache ich, mein Freund. Nur einen Moment. Hey, öffnet das Tor. Lorne will rein. Ich bin nicht Lorne. Nehmt ihn in die Zange. Das ist nicht Lorne. Dartan! Aua. Au. No! Ich wollte gerade ausweichen. Okay, der mit seinem Zweihandschwert, der haut richtig rein. Umzingeln! Hallo? Okay. Ich wurde gerade eingekreist. Ich mach's ein kleines bisschen anders. Au. Also wenn... Boah. Wenn der mit seinem Zweihandschwert trifft, da ist echt vorbei. Und ich muss den Heiltrank auf eine andere Taste legen. Ich komme nicht bis 8 rüber. So schnell. Tatsächlich eine Animation. So, jetzt bist du dran.
blockt der gerade? Wieso habe ich eigentlich nicht mehr diesen Effekt, wenn die ihren schweren Angriff vorbereiten? Ich meine, ich habe zwar noch den Sound, aber es wäre praktisch, diesen Effekt zu haben, weil das ist besser, es visuell zu sehen. Dieser Bug ist gerade echt schrecklich. Ich glaube, ich gehe das jetzt ganz ruhig an. Ich will da immer gleich rein und einen töten, dass der schon weg ist, aber ich mache es jetzt einfach anders. Damit wäre das dann geklärt, ja? Gut. Das war eine unnötig schwere Geburt, um das mal so auszudrücken. Dathans Prügelknabe. Ach, wenn ich ihn töte, rennen die anderen weg. Okay. Irgendwas zum Einsammeln. Ich glaube nicht. Ist irgendwie lustig, diese kleine Befestigung hier mit den Palisaden. Eigentlich ganz gemütlich. Muss ja leider diese Ecken immer ganz genau inspizieren. Da könnte ja so ein urtümliches Relikt liegen. Nochmal ein Lederhelm, aber mit Magiekraft diesmal. Okay, dann... Ja. Hat dazu irgendjemand irgendwas zu sagen? Ich speichere mal. Es würde mich nicht wundern, wenn jetzt das Spiel demnächst wieder abstürzt. Wer bist denn du? Bist du einer von Dathans Männern? Nein, ich habe Dathan erschlagen. Da kann ich ja endlich über die Brücke. Ich danke dir. Nicht doch. Ich habe nur getan, was getan werden musste, damit ich endlich zum Silbersee komme. Zum Silbersee? Ich fürchte, da gibt es ein Problem, mein Freund. Noch eins? Was für ein Problem? Nun, wenn du von hier zum Silbersee willst, musst du das Bluttal. Aber wegen der Schlacht, die dort tobt, hat der Baron von Stuart den Zugang zum Tal sperren lassen. Ohne Passierschein kommt da niemand durch. Dann brauche ich wohl einen Passierschein. Von wem bekomme ich den? Da musst du dich direkt an den Baron wenden. Soviel ich weiß, ist er der Einzige, der dir einen Passierschein ausstellen kann. Wo finde ich den Baron? In seiner Zitadelle im Herzen von Stuart. Der Stadt dort vorne, auf dem Felsen im Meer. Was hast denn du zu verkaufen? Ich würde gerne meine Waren ansehen. Helm mit Ausdauergeneration. Niederes Elixier des Heldenmuts. Rubine. Mhm.
Ja, ich sagte, wie es ist. Du hast jetzt nichts, was mich interessiert. Ich würde aber gerne wissen, wenn ich jetzt zurücklaufe, ob Lorne oder Mordra oder irgendjemand was zu sagen hat. Ich speichere mal einen normalen Speicherstand. Dass ich hier im Zweifel laden kann. Nicht nochmal hierher laufen. Also irgendwie ist das lustig, dass es ab und zu gerade dieses Wub-Wub-Wub-Wub macht. Aber es gehört wohl nicht zum Spiel. Was willst du? Das hat noch keiner was gesagt von wegen Erdbeben. Und ich habe auch keinen Sound. Die Brücke ist wieder frei. Davon. Ja, das ist sie. Wie hast du es angestellt? Ich habe sie umgeklatscht. Lorne und Hewlett haben mir geholfen. Lorne und Hewlett? Ja, du solltest dir überlegen, ob du deinen Streit mit den Fischern nicht besser sein lässt. So übel sind sie nicht. Mal sehen. Wo ist diese Dame? Die auch schon weitergezogen. Meine Dame? Nein, da steht sie. Hey. Dathan ist tot und die Brücke wieder frei. Hab ich schon gehört. Du hättest mir ruhig ein paar Räuber übrig lassen können. Was wirst du jetzt tun? Och, ich bleib noch etwas hier und dann mache ich mich auf den Weg nach Stuart. Dort ist etwas mehr los als in dieser öden Taverne. Gut, ich glaube, das sind einfach nur ein paar kleine Sätzchen. Okay, Bro, so hockt man nicht auf einem Stuhl. Und so teleportiert man... Ach, egal. Macht doch einfach alle, was ihr wollt. So. Rauter und Lorne, habt ihr vielleicht was zu sagen? Vielleicht noch eine Belohnung oder so? Mich wundert es ja, dass Rauter nicht mitgemacht hat. Also, dass er mit angegriffen hat. Weil er wollte sie ja fertig machen, auch ohne mich. Echt strange. Ja, da hinten, sie kuscheln schon wieder. Dathan ist tot. Ich hab's schon gehört. Wir schulden dir unseren Dank. Komm zu uns, wann immer du willst. Du bist bei uns jederzeit herzlich willkommen. Danke. Hallo. Hi. Hab gehört, du hast die Räuber abgeschlachtet, richtig? Richtig. Ja, Dathan und seine Männer sind tot. Hey Mann, ich hätte dir geholfen, aber ich hab nichts mitbekommen, richtig? Mach dir keine Gedanken. Die Hauptsache ist doch, die Brücke ist wieder frei. Und was machst du jetzt, Rauter? Ich pack meine 7 Sachen und mach mich auf den Weg Richtung Bluttal. Ich muss nach meinen Männern schauen. Mhm. Gut. Also ich werde jetzt mal nicht laden, sondern laufen. Vielleicht, weiß ich nicht. Nimmt man ja nochmal Bezug zu den Unterhaltungen oder die triggern irgendwas. I'm not 100% sure. Aber so bin ich auf der sicheren Seite. Dann haben wir das erste Gebiet fertig. Man hat übrigens nicht, also man ist nicht auf der gesamten Karte. Soweit ich das noch in Erinnerung habe. Also irgendwie, warte mal, ist das hier immer? Ich laufe nochmal. So. Tatsächlich, ja. Ich glaube, das ist, weil der Boden so wackelig ist. Also so uneben, glaube ich mal. Was anderes könnte ich mir jetzt nicht vorstellen. Ich habe ja hier alles, ne? Ich habe alles erforscht, ich war überall. Ob ich was vergessen habe oder liegen habe lassen, das kann gut sein. Vielleicht mache ich das ja noch. Mit den Innerstatuen und so weiter. Apropos, ich habe einen Rabenschnabel bekommen, ist der geil. 16. Boah, irgendwie habe ich Bock auf den Beehänder. Komm, ich renne ein bisschen mit dem rum. Irgendwie habe ich Bock auf den. Hase! Ich hab gesagt, kein Nickel. Mmh, lecker Kaninchenfleisch. Oh, da ist noch eins. Pam!
Arme kleinen Viecher. Hier ist nur ein Skelett. Ansonsten ist hier gar nichts, oder was? There was something strange. Gut. Dann, mit diesem Ausblick auf das, was vor uns sein wird, bedanke ich mich fürs Zugucken der Folge und wir sehen uns in der nächsten. Bis dahin.